sind wir, Spotty, im Einkaufszentrum. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, oh, hier gibt's Cola. Aber ich trinke gar keine Cola. Abgepackte Fruchtjoghurte und Schokoladenjoghurte esse ich auch nicht. Ruff, ruff, ruff. Hä? Wo hast du gerade nachgeschaut, Spotty? Ah, im Regal. Hier sind ja Nudeln in Farben. Wow, die könnten ganz besonders sein. Ich weiß nicht, soll ich die holen oder nicht? Am besten, ich frage Melis zuerst. Farbige Nudeln, sagst du? Ich weiß nicht so recht. Hol am besten, Smarta, normale Nudeln ohne Farben und vielleicht dazu noch Karotten und Spinat, okay? Super, dann bis gleich. Tschüss. Okay, die farbigen Nudeln holen wir nicht, wir holen die ohne Farben. Okay, die Nudeln sind fertig. Was wollte sie denn noch von mir? Die Karotten. Super. Und hier der Spinat. Jetzt können wir gehen. Hier sind wir. Ruff. Hallo ihr beiden. Also mit diesen Nudeln, den einfachen Nudeln, mache ich jetzt mit den Zutaten, die ihr geholt habt, zwei verschiedene mit Farben. Mit dieser einen Packung Nudeln werden wir einmal die Hälfte benutzen, um orangene Nudeln zu machen und einmal die Hälfte für grüne Nudeln. Bevor ich die Nudeln zubereite, koche ich das Gemüse. So. Auf den Herd damit die Farben später rausgehen. Das Gemüse hat ihre Farbe im Wasser gelassen. Super, jetzt kann ich das Gemüse rausnehmen. So, jetzt kann ich die Hälfte der Packung ins grüne Wasser, ins Spinatwasser und einmal die andere Hälfte ins Karottenwasser kippen. Wenn die Nudeln aufgekocht sind, werden sie die Farbe annehmen. Okay, die Nudeln sind fertig gekocht. Jetzt kann ich sie abtropfen lassen. Aber ich werde natürlich das Wasser nicht wegschütten. Das Gemüsewasser kann ich vielleicht noch gebrauchen für Suppe. Die Spinatnudeln sind fertig. Jetzt kommen die Karottennudeln. Hier, bitteschön, Smarta. Hier sind deine Nudeln. Und Spotty, hier für dich. Diese Nudeln sind ja fein. Das schmeckt mir sehr gut. Und Spotty hat es auch ganz gern, glaube ich. Freut mich, dass es euch schmeckt. Und mit dem Wasser kann ich morgen Gemüsesuppe machen. Aber ich brauche ein bisschen mehr Gemüse. Was kann ich deiner Meinung nach hinzufügen? Kartoffeln vielleicht? Tschüss!